Wir versuchen uns immer noch an diesem scheiß Level. Ich hoffe, wir sind diesmal deutlich besser. Die letzte Folge ist trotzdem zu empfehlen, weil das Level eigentlich ganz witzig ist. Es ist etwas spannender als die anderen. Und ja, also mir macht es Spaß. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir heute es schaffen. So, ne, jetzt müssen wir noch nicht drüber. Jetzt müssen wir erst drüber. Das haben wir letztes Mal auch schon bemerkt. So. Jetzt müssen wir anscheinend wieder rüber und da sind wir schon wieder unten. Das Level mag ich nicht. So. Es ist etwas fies. Aber trotzdem, wir sind, waren jetzt etwas besser als letztes Mal. Es ist halt ein schnelles Level. Wir müssen zack, zack, zack durch. Ich glaube, dass das vorne sogar dann schon das endgültige Ziel ist. Aber wir verbrauchen ja sowieso noch ein paar Versuche. Und deswegen wird das, glaube ich, trotzdem eher ein kürzerer Part. Aber ich glaube, das macht nichts. Und ich stelle mich doof an und das fliegen wir schon wieder hinunter. Aber diesmal schaffen wir es. Okay, Wally. Wir müssen ihn verfolgen. Wir müssen schauen, was auf diesem Raumschiff mit ihr passiert. Ich hätte jetzt fast gespoilert, aber das wäre ja nicht gut. Dann wisst ihr vielleicht ja, was hier dann oben passiert. So, dann springen wir hier rüber und wir landen nicht. Irgendwie hasse ich es, dieses Rüberspringen und Runterfliegen. Wobei, das Rüberspringen mag ich eigentlich, nur das Runterfliegen nicht. Dann richten wir uns gleich einmal aus. Aber hier am Anfang ist es ja eigentlich sogar noch leicht. Das ist ja das Schlimme. Dann richten wir uns ganz nach vorne. So, jetzt sind wir drüben, das ist gut. Das haben wir jetzt auch geschafft. Hier sind wir diesmal auch angekommen und wieder rüber und wieder rüber. Jetzt sind wir zumindest weiter als davor. Da müssen wir anscheinend wieder rüber. Oder warum sind wir dort hinuntergeflogen? Verstehe ich nicht. Oh nein! Bin ich zu dumm für das Spiel? Das ist wahrscheinlich hauptsächlich für viel jüngere Personen als für mich erstellt wurden. Ich weiß es nicht. Was ist wahrscheinlich fliege ich schon aus der normalen Altersgruppe heraus. Aber das ist mir egal. Andere spielen Shooter und ich spiele einen Roboter, der von Plattform zu Plattform springen muss. Na, da war ich nur auf der Kante. Ich verstehe es nicht, warum das Level so schwer ist. Es ist doch gar nicht schwer. Ne, ich bin zu schlecht. Jetzt versuchen wir es. Mit einem kräftigen Terror schaffen wir es. Oder nicht? Schreibt es in die Kommentare. Natürlich schaffen wir es, aber es dauert halt. Und das, ich will nicht, dass es dauert. Dauern ist fies. So, dann springen wir rüber. Hä? Warum ist er jetzt gesprungen? Ich verstehe es doch nicht. Halt, halt. Seid leise, nichts halt, halt. Da vorne fährt Eve. Hä? Ich habe mich jetzt hingesetzt und er ist einfach weitergefahren. War ich das Spiel? Komisch. Vielleicht bin ich auch zu schnell unterwegs. Dann machen wir einmal so. Richten uns aus und fahren jetzt hindurch. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Und diesmal funktioniert es auch. Wir nähern uns der ersten Kurve. Ich hoffe, es sind nicht mehr viele Sprünge. So, dann springen wir hinüber und richten uns aus und hoffen, dass wir drüben ankommen. Dort müssen wir jetzt rüber. Noch nicht. Wir müssen als erstes noch beim ersten drüber und dann beim zweiten erst drüber. Verständlich, verständlich. Ich hoffe einfach, dass es... Hä? Das geht doch gar nicht. Er fährt und obwohl wir in der Kiste vorne sind. Das ist irgendwie... Buggy. Buggy. Roboter. Blöder Roboter. Es ist doch nur Scheiße. Nein, das waren wir sogar daneben. Und dann versuchen wir es noch einmal.
Diesmal schaut es deutlich besser aus. Und wir versuchen uns wieder dem Ziel zu nähern. Schaffen wir es diesmal? Ja oder nein? Leute, die das Spiel schon durchgespielt haben, werden mich auslachen. Andere werden sagen, es schaut so einfach aus. Aber dann kann ich nur sagen, spielt es selber. So, schaffen wir es diesmal? Das wäre super. Nein, da fliegen wir hinunter. So, ich werde jetzt noch einen Versuch hinlegen und danach werde ich es so schnell beschleunigen. Oder nein, wir machen noch drei Versuche und danach werde ich eine, wie heißt denn das? Ich werde das Video auf jeden Fall beschleunigen, so dass ihr es einfach seht und ich beschleunige es einfach. Ihr seht, wie ich dorthin gekommen bin, aber ihr trotzdem seht. Ja, auf jeden Fall, es wird beschleunigt. Eigentlich schwer zu erklären, aber ich glaube, es ist verständlich. Müssen wir nochmal hier rüber. Nochmal hier rüber. Und diesmal funktioniert es schon deutlich besser. Hier durch. Schaffen wir es dieses Mal? Jetzt müssen wir hier entlang, okay. Wo müssen wir jetzt? Wir müssen hier drauf anscheinend. Und noch eins weiter. Und fahren hinaus. Jetzt habe ich es angekündigt, dass wir es beschleunigen. Oh. Und dann funktioniert es doch so gut. Super. So, dann müssen wir es hier hinunter. Oder ist das dann falsch? Nein, es stimmt sogar. Hier ist nochmal so ein Code eingeben. Das ist ja eigentlich nicht schwer. Rot. Rot, lila, lila. Rot, lila, lila. So, das war richtig, das ist gut. Blau, lila, rot, gelb. Blau, lila, rot und gelb. Wir sind so gut. Lila, lila, gelb, lila, lila. Oh, lila, lila, gelb, lila, lila. Und es war nicht lila, es war türkisig, Dummkopf. Ja, ich weiß es. Da fahren wir hier mitten durch und es startet ein Kurzfilm. Aber es geht anscheinend immer noch weiter. Was müssen wir jetzt tun? Wir müssen anscheinend dort irgendwie rüber. Das schauen wir ja mal. Das war falsch. Hä? Ah, dann springen wir vielleicht einmal. Müssen wir jetzt auf die Dinger drauf? Ich versuche mal hier. Hier kann man auch nicht drauf springen. Hier kann man sich aufladen. Ah, dort geht es vielleicht entlang. Ah, genau. Ja, und Sprung. Das war noch machbar. Und wieder hinunter. Und es gibt den nächsten Sprung. Wow. Und jetzt springen wir nochmal. Und. Einfach nur. Wow. Und hinunter. Und da wartet auch schon Eve auf uns. Und hindurch. So. Können wir da durch? Nein, können wir nicht. Müssen wir wahrscheinlich auf der Seite vorbei. Ah, da können wir auch hinunter. Dann fahren wir hier unten entlang. Schaut ja brillant aus. Und unten durch und wir sind ja ein richtiger Tänzer. So, unten durch. Ah, da geht es auch auf der Seite darüber, das habe ich so gesehen. Und hier entlang und hier wieder auf der Seite herum. Das ist ein richtiger Parcours. Nur im Science-Fiction-Style. So, und wieder hinüber und wieder hinunter. Hier hindurch. Zum Glück kann man hier nicht mehr sterben, weil sonst wäre es ja richtig unfair. Kleine Lags. Komisch, dass mein Computer sogar solche Spiele nicht mehr schaut. Aber ist eigentlich nicht schlimm. So, oh shit. Dann müssen wir noch einmal hoch. Sonst schaffen wir das nicht. Und um die Seite.
Irgendwie kommt mir gerade das Raumschiff unendlich vor, lang vor. Nicht unendlich vor, sondern unendlich lang vor. Ja. Nein! Jetzt haben wir sie verloren. Mist. Dann gibt es jetzt eine Timelapse, also es wird verschnellert. So, da sind wir wieder und es schaut gut aus, wir sind etwas schneller als davor. Ich hoffe, dass wir es dieses einmal mal schaffen, weil es waren jetzt schon ein paar Versuche bis jetzt. Und unten durch und es schaut gut aus. Das verfolgen wir nochmal im Balkon und springen drauf. Und hier ist auch schon das Level beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen und die paar Effekte, die ich eingebaut habe, würde mich interessieren, ob sie euch gefallen haben. Wir sehen uns nächstes Mal am Mittwoch. Da kommt dann wieder eine Folge. Ich glaube, Unfair Mario. Vielleicht bringe ich auch Happy Wheels, aber ich glaube, ich werde als erstes Unfair Mario beenden. Auf jeden Fall hoffe ich einfach, dass wir uns sehen. Hier oben ist die letzte Folge verlinkt oder die Playlist von Wally, bin ich mir noch nicht sicher. Lasst eine Bewertung oder einen Kommentar da. Ich verabschiede mich wie immer mit einem kräftigen Tschö.